Die deutsche Polizei hat im Zuge von Ermittlungen gegen das Islamische Zentrum Hamburg eine deutschlandweite Razzia durchgeführt. Objekte in 7 verschiedenen Bundesländern wurden durchsucht. Unter anderem steht das Islamische Zentrum Hamburg im Verdacht, die Terrororganisation Hisbollah zu unterstützen. Unsere Sicherheitsbehörden ermitteln gegen das Islamische Zentrum Hamburg und mehrere mögliche Teilorganisationen. Wir gehen dem Verdacht nach, dass diese Organisationen sich gegen unsere Verfassungsordnung richten. Außerdem wird geprüft, ob die libanesische Terrororganisation Hisbollah von hier aus unterstützt wird. Erst Anfang November erließ Nancy Faeser ein Betätigungsverbot für die Hamas und das palästinensische Netzwerk Samidun. Samidun habe die Hamas unterstützt und antisemitische Propaganda verbreitet, begründete die Bundesinnenministerin damals die Entscheidung.